Schreckgespenst, Inflation. Alle reden drüber, heißes Thema in jedem Unternehmen im Moment, Privathaushalten sowieso. Und es gibt ein sehr spannendes Buch zu diesem Thema und das heißt Die Inflation schlagen von Hermann Simon. Für mich der Preispapst in Deutschland. Vor vielen Jahren habe ich sein Buch gelesen, Preisheiten, fand ich so mega cool. Seitdem verfolge ich ihn so ein bisschen und Simon Kucher, ganz klar eine der führenden Unternehmensberatungen, wenn nicht sogar die führende zum Thema Preismanagement. Also auf alle Fälle jemand, dem man zuhören sollte. Cooles neues Buch, klare Empfehlung für alle Führungskräfte. Ich habe für Sie 6 Impulse, Gedanken aus dem Buch mal zusammengetragen. Ich habe das Buch gelesen aus der Perspektive Vertrieb und Key Account Management und ich lade Sie ein, diese 6 Punkte einmal durchzugehen und zu überprüfen, inwieweit Sie diese wirklich heute schon alle so umsetzen und wie Sie auch sicherstellen, dass Sie sie 2023 und Folgejahre umsetzen. Los geht's! Damit herzlich willkommen zu einem neuen Impulsvideo. Mein Name ist Hartmut Sieg. Bei mir geht es um die spannenden Themen Key Account Management, strategisches Verkaufen im B2B und um die persönliche Produktivität. Und heute sehr stark um das erste Thema Key Account Management. 6 Impulse. Impuls Nummer 1, kleinere Preiserhöhungen in kürzeren Zeitabständen. Oh, das ist jetzt etwas, wo Sie sagen, ja, Sieg, Haken dran, machen wir, sind wir quasi zwangsmäßig mittlerweile Profis drin, ne? Weil bis 2020, 2021 haben wir vielleicht noch Jahrespreisgespräche geführt. Mittlerweile führen wir eher Monatspreisgespräche oder Wochenpreisgespräche. Teilweise schaffen es Kunden gar nicht mehr so schnell zu beauftragen, bis alleine die Preisbindung schon wieder rausgelaufen ist. Also sehr, sehr spannendes Thema. Aber jetzt kommt der Punkt. Ich komme mal wieder aus der Brille Key Account Management. Im Key Account Management haben wir sehr häufig Produkte, Lösungen, Artikel, Dienstleistungen zu irgendwelchen Nettopreisen. Kennen Sie diese Nettopreislisten? Was Sie sehr häufig auch in den letzten Jahren immer gemacht haben, sind Bruttopreise angepasst. Die Bruttopreislisten angepasst. Und dann gab es so ein paar Dinge, so ein versteckte Dinge, die hat keiner angefasst auf Nettopreisbasis. Und Einladung Nummer 1 ist erstens, haben Sie solche Leichen noch im Keller? Dann auf alle Fälle aufräumen. Vermutlich wahrscheinlich jetzt weniger, wird aber wetten, es gibt noch einige im Key Account Management, die haben noch so ein paar und jeder hat Angst, sie anzufassen. Und Aussage Nummer 2, und das steckt so ein bisschen hinter dieser Überschrift auch, ich habe auch so ein paar Kunden, wo ich so alle 2 Jahre die Preise anhebe. Aber was ist jetzt die Konsequenz? Wenn Sie natürlich einen längeren Zeitraum haben, müssen Sie die Preise auch um einen größeren Schritt erhöhen. Was ist jetzt die Konsequenz? Naja, größere Schritte führen zu mehr Diskussionen, erstens. Und zweitens erhöhen sie auch die Wahrscheinlichkeit, dass der Kunde plötzlich darüber nachdenkt, hey, was geht denn jetzt gerade ab? Ich glaube, jetzt brauchen wir mal ein Vergleichsangebot. Während wir, wenn wir kleinere Schritte machen, dafür in einer höheren Frequenz, ist es ganz wesentlich angenehmer, leichter auch durchzudrücken und vom Kunden auch besser verdaubar. Also, dieses Jahr sind wir daran quasi zwangsmäßig gewöhnt. Meine Frage ist, wie häufig erhöhen Sie wirklich die Preise und eher in kleinen Schritten, dafür regelmäßiger? Oder neigen Sie auch, vielleicht auch gerade bei Key Accounts, eher zu diesen großen Schritten oder haben Sie sogar noch Nettopreis-Leichen im Keller? Nummer 2. Angst vor Mengenverlusten. Wow. Ich fand da auf der Seite 22 gibt es eine kleine Studie, ein Bild, eine aktuelle Studie von Simon Kucher, fand ich sehr spannend. Und 2 Zahlen habe ich mir rausgegriffen. Nummer 1, 27% der Befragten gaben an, dass sie keine Preiserhöhung bei signifikanten Mengenverlusten durchführen. Holla die Waldfee, hier schlägt das Key Account Management wieder voll zu, oder? Das heißt, wenn wir denn Angst haben, Menge zu verlieren, dann versuchen wir doch irgendwie die Kosten auf unserer Seite irgendwie abzumildern. Ja? Einladung an Sie. Ich glaube tief und fest daran, dass gerade 2022 das Jahr sein muss, wo wir größere Veränderungen auch in den Key Account Listen unserer Key Accounts haben werden, haben müssen. Weil nicht mehr alle wirklich auch zu unserer strategischen Ausrichtung passen, weil nicht alle auch den Mehrwert unserer Leistungen jenseits von Verfügbarkeit und Preis sehen.
Dementsprechend haben Sie wirklich erstens die Courage, auch bei Key Accounts Preise radikal durchzusetzen, auch wenn es dazu führen würde, Menge zu verlieren, was ja zumindest dieses Jahr noch verschmerzbar ist, nächstes Jahr schon wieder doof. Ja? Und Nummer zwei, haben Sie eigentlich Ihre Key Account Liste dieses Jahr einmal überprüft, ob die noch so richtig aktuell ist und passt zu Ihrem Setup. Nummer drei, gleiche Studie wie eben. Nur 20% nutzen Preisanpassungsklauseln. Und ehrlich, über diesen Punkt muss ich ein paar Mal nachdenken. 20%, also nur jeder Fünfte. Und was heißt das? Also Preisanpassungsklauseln würde ja heißen, wenn zum Beispiel irgendein klar definierter Index höher als, dann erhöhen sich unsere Preise auch. Eigentlich doch eine total coole Geschichte, oder? Weil sie damit... Planbarkeit ist vielleicht das falsche Wort, aber sie bringt mehr Klarheit in die Preisgestaltungen. Es kommt auch für den Kunden nicht so überraschend, dass schon wieder Preisgespräche angesetzt werden müssen, sondern man hat so eine Klarheit einfach zusammen für die nächsten 12, 24 Monate. Wenn das passiert, dann. Ja, klares Szenario. Beide können sich darauf einstellen. Und man kennt diese Klauseln ganz klar, wenn sie im Rohstoffbereich sind, chemisches Umfeld, auch bei mir hier im Schwäbischen Labkabel, ja, so ein Kabelhersteller, der braucht immer einen klaren Kupferindex. Auch im Bau habe ich Kunden, die das so nutzen. Aber wie viel nutzen scheinbar keine Klauseln? 80%. Meine Frage an Sie, haben Sie irgendwie eine Chance, Preisanpassungsklauseln zu nutzen und damit mehr Klarheit, Planungssicherheit in Anführungsstrichen, großen Anführungsstrichen, auf den Kunden mit reinzubringen. Das könnte durchaus sogar ein Mehrwert sein. Mehrwert bringt uns zum nächsten Punkt. Kundennutzen kommunizieren wird noch wichtiger. Was heißt denn das eigentlich? Naja, wenn wir die Preise anpassen müssen, erhöhen müssen, ist die Frage, welchen Mehrwert bieten wir eigentlich? Und es gibt hier ein schönes Zitat, das würde ich ganz gerne vorlesen aus dem Buch. Viele tausende Male wurde mir die folgende Frage gestellt. Was ist der wichtigste Aspekt beim Pricing? Meine Antwort war stets der Kundennutzen. Eine noch präzisere Antwort lautet der vom Kunden wahrgenommene Nutzen. Ja? Also wer bei mir in den Schulungen drin ist, erinnert sich auch immer an die Blue Ocean Kurve. Ja, aber auch immer die wahrgenommene Nutzen-Kurve, die wir abbilden. Und hier wieder, welchen Mehrwert bieten wir unseren Kunden? Und jetzt kommt wieder der Punkt, haben Sie eigentlich 2022 wirklich mal Ihre Mehrwertkommunikation auch überprüft und auf den Prüfstand gestellt oder auch angepasst? Also Verfügbarkeit plötzlich wird ein Nutzen. Aber auch noch stärker herauszuschälen, welche Mehrwerte wir im Bereich Prozessoptimierung, TCO, Energieeinsparung, ganz heißes Thema im Moment, welche Vorteile bringen wir eigentlich wirklich ein? Ja. Schärfen Sie die Kundennutzen-Argumentation. Lehrer, haben Sie eine Lehrer? Nein, ein Lehrer. Less Expensive Alternative. Das fand ich auch nochmal eine total coole, spannende Geschichte, wie das Buch hat. Seite 129, direkt zum Nachlesen. Finde ich sehr cool. Und zwar, wir haben ja nicht immer die Möglichkeit, dass wir die Preisanpassung so komplett durchgeben, weil der Kunde sie vielleicht auch gar nicht so tragen kann, will oder weiß der Henker was. Ja? Und jetzt kommt diese Less Expensive Alternative ins Spiel. Bei angefügt hat er ein Beispiel aus dem chemischen Umfeld. Was ist da passiert? Man hat plötzlich gesagt, pass auf, wir haben ein zweites Produkt, was im Kern aber dasselbe Produkt ist. Was ändert sich aber? Erstens, Abnahme nur in vollen Tanklastzügen. Also nicht kleinere Mengen oder Individualmengen, das ist die Menge. Klein bisschen längere Lieferzeit, was einem selber ermöglicht, das irgendwo in den Slots zwischendurch zu produzieren. Es gibt in irgendeiner Form vielleicht auch keine Möglichkeit, selber die Spezifikation des Produktes nochmal anzupassen. Und das ist das Produkt, so wie es ist, nimm es, friss oder stirb, würde man so schön sagen. Ja? Also das heißt, wenn wir über Less Expensive Alternative nachdenken, müssen wir nicht unbedingt neue Produkte definieren, wir können auch das Gesamtpaket mal anpassen. Könnte ich mir sehr gut vorstellen, auch im Bereich hier, wenn ich aus dem Fenster gucke, ein Türenhersteller bei mir, auch natürlich alles rund um Rohstoffe oder chemisches Umfeld, wenn ich Richtung Ludwigshafen hier gucken würde oder sowas. Also gibt es eine Menge Dinge, die mir da sofort einfallen würden. Nächster Aspekt. Ist es eigentlich Zeit für neue Preismodelle? So, und da gibt es ein paar, die kennen wir ja alle.
Leasing, Pay-per-Use-Modelle und sowas. Und das Spannende, was ich aber wirklich, wirklich spannend finde, ist, wenn Sie ehrlich sind, dann gibt es diese Modelle ja nicht erst seit gestern, sondern die gibt es schon seit wirklich langer Zeit. Und es gibt viele, viele Unternehmen, die sie auch seit Jahren aktiv einsetzen. Und gefühlt gibt es einige, die versuchen, das immer noch so wegzudrücken nach dem Motto, das Einzige, was zählt, ist Cash in the Tash am Tag 1. Meine Frage ist, ist es vielleicht jetzt der Moment, wo Sie die Chance haben, den Kunden auch hinzubringen zu anderen Modellen? Weil bei Pay-Per-Use hat der Kunde wirklich die einmalige Chance, den Nutzen, dass er auch nur dafür zahlt, was er wirklich auch mit der Maschine zum Beispiel macht. Das heißt, er hat plötzlich auch keine von Fixkosten hin zu variablen Kosten. Also seine Planung wird eine ganz andere. Total, total spannend. Und die große Chance für uns im Key Account Management ist logischerweise längerfristige Kundenbindung, weil wir wirklich dann über länger laufende Verträge nachdenken. Finde ich sehr spannend. Coole Zeit, um mal über neue Preismodelle nachzudenken. Letzter Punkt, Nummer 6. Preis erhöhen ist die eine Seite, verdeckte Renditekiller zu eliminieren die andere Seite. Nochmal ganz wichtiger Punkt. Wir reden hier im Moment alle über Preiserhöhungen, Preisanpassungen ohne Ende, regelmäßig, jawohl. Die andere Seite ist allerdings, wie viel Geld kommt eigentlich bei Ihnen wirklich auf dem Konto an? Also haben wir noch irgendwelche Mengenstaffeln drin, Mengenrabatte? Haben wir sowas noch wie Skonto am Start? Haben wir noch eine Bonusvereinbarung mit dem Kunden am Start? Sie merken schon, plötzlich war ein Preis von 100 vereinbart und wenn am Ende des Tages wirklich bei Ihnen 95 ankommt, ist das schon so richtig viel. Und dazu gehört auch nochmal eine klare Aussage, Inflation heißt am Ende des Tages Preis oder Geldentwertung. Das heißt, wie sieht es eigentlich überhaupt mit Ihren Zahlungszielen aus? Auch so ein ganz heißes Thema im Key Account Management. Ja, und es gibt durchaus Projekte, auch bei mir im Umfeld, da haben wir 180 Tage Zahlungsziel und die sind auch nachvollziehbar und auch nicht diskutierbar, ist immer das falsche Wort. Das ist schon wieder ein Glaubenssatz. Aber die haben ihre Berechtigung. Aber in vielen Bereichen sind wir mittlerweile auch so gewohnt gewesen, nach 30 Tagen ist ja schon schnell, 60, 90 Tage eher so ein Standard. Diese Dinge mal radikal in Frage zu stellen, bei hohen Inflationsraten ist das, was Sie in 60, 90 Tagen bekommen, wesentlich weniger wert, als das, was Sie heute Morgen auf dem Konto haben. Und er sagt sogar, fand ich auch total spannend, vielleicht ist ein Skonto für Sie besser, in dem Falle, als Ewigkeiten aufs Geld zu warten. Hängt natürlich jetzt sehr stark vom Unternehmen ab. 6 Aspekte werde ich hier auch nochmal einblenden als kleine Checkliste. Und ich lade Sie ein, mal zu überprüfen, ob Sie alle 6 Punkte heute schon bei sich im Unternehmen umsetzen, respektive welchen der Punkte Sie vielleicht noch intensiver umsetzen. Alles finden Sie auch nochmal im Blogbeitrag zum Nachlesen. Verlinkung unter dem Video, respektive der Blogbeitrag ist direkt unter dem Video. Falls Ihnen das gefallen hat und Sie das auf YouTube schauen, gerne Daumen hoch bzw. Kanal abonnieren. Das war's für heute. Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Freude und Erfolg im Key Account Management. Bleiben Sie gesund und bis bald. Ihr Hartmut Sieg.